Mir geht diese eine Frau einfach nicht mehr aus dem Kopf. Was soll ich tun? Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Datingcoach, und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher Frauen, die dir gefallen, ansprechen, daten und verführen kannst. Ich habe hier einen Kollegen, der mich angeschrieben hat, und zwar hat er ein Date endlich mal gehabt mit einer Frau. Er hat in einem Jahr 100 Frauen angesprochen und er hat gesagt, ihm geht jetzt langsam die Motivation flöten. Er hatte das Date und sie will ihn aber nicht und er weiß einfach nicht mehr weiter, was er tun soll. Die Antwort hier in diesem Video. Also erstmal kann ich mir nicht vorstellen, dass du dich die ganze Zeit nur auf Frauen fokussierst, weil in einem Jahr 100 Frauen ansprechen. Also was machst du denn in der restlichen Zeit? Also 100 Frauen hast du angesprochen, vielleicht in, sagen wir mal, im schlechten Fall in einer Stunde, 10, sagen wir mal, in zwei, für 100 Frauen, also für 10 Frauen brauchst du 2 Stunden, dann hast du in 20 Stunden 100 Frauen angesprochen. Und was hast du denn im restlichen Jahr gemacht? Also du hast definitiv nicht dich auf Frauen so sehr fokussiert. Ne, vielleicht gedanklich im Kopf oder Bücher gelesen, aber dass du aktiv dich mit der Materie auseinandersetzt, nicht. Also mein Buch an sich ist auch eine nette Sache. Da geht es vor allem ums Mindset. Ich denke, das wird dir auch schon geholfen haben, wenn du schon gelesen hast, weil da erkennst du, dass das Ansprechen gar kein großes Ding ist. Aber du wirkst mir ein bisschen bedürftig, weil wenn du nämlich jetzt habe ich so viele Frauen angesprochen. Erstens hast du nicht viele Frauen angesprochen aufs Jahr gerechnet. Hast du einfach nicht, muss man so sagen. Und Punkt 2, dass du jetzt denkst, also du erwartest die falsche Sache. Du hast keinen Spaß bei der Sache. Du denkst, oh, ich will, eine Frau soll mich lieben, ich will gemocht werden, ich will geliebt werden, ich will mit einer Frau auch das Bett teilen. Wenn du so mit dieser bedürftigen Grundhaltung rangehst, wird das nichts. Kannst vergessen, ne? Also du solltest das Ganze als eine Reise betrachten und dich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Natürlich willst du Frauen verführen, Dates haben, aber du solltest die ganze Persönlichkeitsentwicklung nicht außer Acht lassen. Und du weißt, dass du, je mehr du dich Frauen ansprichst, je mehr Dates hast und dich deinen Ängsten stellst und besser im Reden wirst, das sind alles Teilerfolge, die dich unterstützen. Also ich persönlich, wenn ich eine Frau anspreche, und die sagt, ja, die ist glücklich vergeben, aber vielen Dank, ich fühle mich da gut, ich fühle mich nicht schlecht dabei. Wenn eine Frau natürlich sagt, ja, geh weg hier, blöder Pickup-Artist, so, dann denke ich mir, okay, dann f*** ich dann halt nicht. Aber auch das, da rein, da raus, und dann bin ich, ist auch alles wieder gut. Und grundsätzlich macht mir das Flirten aber Spaß. Und wenn dir das Flirten nicht Spaß macht, dann hast du hier einen falschen Fokus auf die ganze Sache. Aktiviere die Glocke unten rechts, gib dem Video einen Daumen nach oben, hinterlass mir einen Algorithmus-Kommentar. Vielen Dank. Konzentriere dich nicht auf das große Ziel, Frauen zu verführen, weil das wirst du so oder so. Aber da du ja eh, der große Fehler ist hier, du hast kaum Frauen angesprochen. Ja? Wenn wir sagen mal, in 2 Stunden hast du 10 Frauen gemacht, dann hast du 20 Stunden in einem Jahr gemacht, das ist ja gar nichts. Und jetzt den Fehler zu machen, oh, jetzt hast du ein Date gehabt und jetzt will sie doch nicht, und dann dich zurückzuziehen und dann noch ein Buch lesen, also ich meine, nichts gegen Bücher lesen, mein Buch bringt dich auf jeden Fall weiter, aber du musst rausgehen und musst noch viel mehr Action machen. Das ist viel zu wenig, was du gemacht hast. Und wenn du halt da noch größere Ansprechängste hast, dann, was ich mir vorstellen kann, wenn du so wenig Frauen angesprochen hast in einem Jahr, dann arbeite daran. Und das Ziel ist nicht, wenn du noch nicht da bist, wo du hin willst, dass du weniger machst, sondern stattdessen im Gegenteil, du musst viel, viel, viel mehr machen. 10x, wenn man so will, ja. Also mach mal statt 100.000 Frauen und dann sag mir, was rumkommt. Und ich meine, du bist ja auf einem guten Weg. Du hast schon immerhin Frauen angesprochen, was viele Männer sich überhaupt nicht trauen. Dann hast du jetzt dein erstes Date rausgezogen. Dann wirst du irgendwann ein zweites Date haben. Dann ein drittes, viertes, fünftes. Und manche werden absagen, manche Dates werden. Du hast ja noch gar keine große Routine. Kann ja auch sein, dass du, weil du einfach unerfahren bist im Dating, deswegen die Frau da keinen Bock drauf hat. Oder vielleicht liegt sie auch gar nicht an dir, aber du musst erstmal die Anzahl an Dates erhöhen, damit du hier erfahrener wirst und dann auch vorankommst. Aber mit so einem minimalen Einsatz, dann kannst du gleich einpacken und das fällt den Spielern überlassen, die da mehr dahinter sind und mehr Gas geben. Also nicht falsch verstehen, gut, dass du überhaupt schon angesprochen hast und schön, dass du ein Date hattest, aber da fehlt mir ein bisschen das Commitment, Killerinstinkt, Machermentalität. So mit so einem kleinen minimalen Einsatz wirst du grundsätzlich Schwierigkeiten haben im Leben, was zu erreichen. Und nicht so sensibel sein, rumheulen, oh ja, jetzt habe ich hier kein Date. Jetzt hat die das Date abgesagt, ja, dann ist es so. Was bist du für eine Heulsoße?
links und rechts Backpfeife, abhärten, rausgehen, neu ansprechen und das ist, was du wirklich brauchst. Und wenn du sagst, hey, das klingt alles schön und gut, aber ich komme aus einer Ehe, ich komme aus einer Beziehung oder habe allgemein viel zu wenig Sex und Dates mit hübschen Frauen, du siehst schöne Frauen überall, traust dich aber nicht, die anzusprechen oder vielleicht sprichst du die auch schon mal an, aber du kriegst nur Körbe, da kommt nichts rum, da muss es nicht so bleiben. Unter dem Video findest du einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem i, da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir. Wir erstellen eine Ist-Analyse, wir schauen, wo stehst du, was brauchst du, was ist dein Potenzial und wer weiß, wenn alles passt, dann arbeiten wir schon bald zusammen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.